Moin, ein paar Morillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Folge gesehen habt, aber da haben wir ja einen Boss besiegt. Und dann war es ja irgendwie rum. Und jetzt gehe ich einfach mal hier noch hin, weil wir haben hier einen Bonfire bekommen. Und ich habe eben mal im Internet so ein bisschen nachgefragt oder nachgeforscht. Hier muss irgendwas noch sein. So, wir haben Krabby. Alter. Wir haben zwei Krabben hier. Ich kann nicht mehr weg. Ich kann nicht mehr weg. Alter. Warum kann ich nicht weg? Ich will hier einfach weglaufen. So. Hier war doch mal eine Leiter. Egal, wir machen mal hier den Baum weg. Lol, wie ich den Baum einfach nicht killen kann. So, hier war eine Leiter. Und hier sind ein paar Bäume. Und, also wir haben das ja alles schon gemacht, aber ich habe gehört, hier soll es irgendwie noch weitergehen. Oder man hat mich verarscht. Das kann natürlich auch sein. Was das hier sein soll, weiß ich auch nicht. Alter, was geht denn mit ihr ab? So, hier gab es natürlich auch nichts mehr. Sackgasse. Hier habe ich ja nur irgendwas bekommen. Zerstören, kurz gesagt. Oh, das ist ja keine Ahnung. Jetzt ist da oben die Leiter, die sieht man ja jetzt schon. Und dann kommen wir doch da oben zu diesem Dingsbums-Typ. Ah, wisst ihr, wo wir noch hin müssen? Oh, das habe ich auch noch vergessen. Da war noch so eine Insel. Wisst ihr noch diese Insel? Ach, Mann, 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 Mann. Da war noch diese Insel, diese kleine da hinten, wo diese Häuser sind. Da sind ja die Türme und da war noch eine Insel, wo so ein Dingsbums drauf war. So ein Kodex oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Da kamen wir nämlich noch nicht hin. Wir gehen mal noch da gucken, aber ich glaube, das wird es hier auch gewesen sein, oder? Ich glaube nicht, wo soll denn hier noch ein Boss kommen? Ich hätte es gedacht, da unten in dem Feld. Aber der hätte ja dann vorher kommen müssen. Aber ich habe vielleicht gedacht, vielleicht habe ich es irgendwie vertauscht oder so. Weil man übersieht halt auch Dinge schnell in Dark Souls. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hinweis. Lasst erscheinen, Glück. Ich würde einfach mal die Leiter gerne hochklettern. Dann wäre ich schon glücklich. Ich finde es auch immer so geil, dass man einfach gar nicht sieht, wohin man klettert. Man klettert einfach eine Leiter hoch. Man kann die nächsten 2-3 Meter sehen, aber danach war es das auch. Und diese Leiter ist verdammt lang. So, jetzt bin ich hier oben. Ah, komm wieder diese Blutfliegen. Komm da runter. Einschlag. Oh, hier liegt noch was. Ein Beichtstein. So. Ich meine, da hinten war ich ja schon überall. So, und wenn ich jetzt hier die Leiter hochgehe. Klettern. Inversion in einer anderen Welt. Okay, also da hinten kann ich nicht runterklettern. Also hier kann ich nicht runterklettern, meine ich, aber da hinten kann ich runterklettern. Oh Mann, ich will jetzt gar kein PvP machen. Da hinten kann ich runterklettern.
Ach scheiße, da war doch... Ja, okay. Wir werden jetzt in eine andere Welt gerufen. Wir machen jetzt ein bisschen PvP. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass wir wieder krass auf die Schnauze bekommen. Drachentöter Großfall. Warum werde ich eigentlich immer hier hingerufen? Weil ich Pharaons Wachhund bin, deswegen. Deswegen werde ich hier hingerufen. Und wo die Person ist? Eine kritische Schlacht begonnen, dann ist er wahrscheinlich schon beim Kristallweiser oder so gewesen. Wunder der schwarzen Kirche von Londor. Verhindert Zauber und Wirkungsbereich einschließlich des Wirkers. Okay. Okay. Ja, gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die eine Sache da. Mal gucken, wo das Dings ist. Ich habe hier mal diesen Text aufgemacht. Da kann ich ein bisschen nachgucken. Wo bin ich denn hier? So. Boah. Jetzt bin ich ja wieder hier. Gut, jetzt können wir mal hier runterklettern noch gerade. Ich will auch mal den Ring wieder tauschen. Den besiegten Gegner. Und zwar hätte ich gern der mich die ganze Zeit heilt. Der TP langsam wieder her. Was haben wir denn sonst noch? Die Estes, ne? Ausdauerregeneration, Feuerschaden, maximale Belastung, Dunkelschaden, Blutungsresistenz, Resistenz, erhöht die Stärke, Frostresistenz, Pyromantie, verstärkt Wunder. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Aha. Ja, ist alles hier. Okay. Dann einmal hier runter. Dann müssen wir jetzt noch zu dem komischen Dingsbums da gehen. Ich überlege aber gerade, wo ich hier überhaupt lang ging. Ach, da ist so ein Dude. Ah, hier war genau, wo man da runterrutschen konnte. Und dann kam man da unten hin. Da hätten wir... Ja, du Verrückter. Seid ihr behindert? Wie er einfach nicht gestorben ist. Wie beide einfach nicht gestorben sind. Halleluja. So. Ah, das war diese coole Rutschpartie. So, und hinten links, da war noch so eine Insel. Da konnte man noch so einen Kodex aufsammeln. Irgend so ein Kodex oder sowas. So. Wenn man hier runter ging, wo kam man denn da hin? Genau, da hinten seht ihr das da, in der Mitte. Da ist so eine betende Figur. Ich frage mich nur, wie man... Oh, ein Finstergeist. Da oben ist ein Haus. Aber ich kann ja von dem Haus nicht da oben drauf springen, oder? Soll ich mich jetzt mit dem Typ da anlegen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Finstergeist ist. Ist ja eigentlich auch egal. Bäh. So. Weil von da oben kann ich ja nicht dahin springen. So ekelhafte Tiere. Wie zur Hölle kommt man da hoch? Da ist wieder so ein ekelhaftes Tier.
Leben die jetzt wieder? Ah, bin doch da. Das ist ein bisschen großer. Nix da. Der wollte wieder irgendwas machen. Au. Oh, der hat noch was gedroppt. Seil ja auch für Küchlein. Wie kommt man denn da hoch? Die Viecher nerven mich ein bisschen. Ah, ist ja gut. Als wüsste ich nicht, dass du wieder aufstehst. Ich muss doch da. Da oben sitzt einer. Lol, lol, da ist er. Krieger des Sonnenlicht, Gentleman. Macht der? Was will er denn von mir? Lol. Wie ich nicht... Alter. Wie ich nichts machen konnte. Ja. Was ist das für ein Typ? Ich würde ihn ja gerne mal killen. Blutverlust? Lol, jetzt bin ich tot. Nächste Runde. Die haben mir einfach Blutung hinzufügt. Ey. Das ist ein krasser Dude, ey. Ich kann da gar nichts machen, außer blocken. Ja. Kann nicht weg. Wie viel von den Tränken hat er denn? Ja, jetzt killt er mich. Der kann sich ja jedes Mal voll heilen, ey. Das ist doch ein dreiwöchiger Kampf hier. Alter, Blutverlust. Ja, fick dich. Was will denn der von mir? Ich kann ja gar nichts treffen. Jetzt holt er wieder sein Megaschwert raus. Mensch! Ich kann nichts machen gegen seine Scheißwaffe. Alter! Nerv ich doch nicht. Ich will doch hier nur gucken, wie ich an das Ding da oben rankomme. Tschüss. Nerv mich doch nicht. Düb, 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 dü.
Tschüss. Alter, nervt er mich. Ich will doch einfach nur irgendwo hin. Da liegt noch was. Guck mal, ich habe noch was gefunden. Ey, wie er einfach an mir vorbeischlagen kann. Also an, er schlägt mein Schild weg und kann dann hinschlagen, wo er will. Und er drückt sogar mein Schild weg. Keine Chance. Hat er nichts mehr? Lol. Jetzt läuft er natürlich weg, weißt du? Alter. Junge. Nimm das. Jetzt killt er mich. Alter, es ist doch nicht wahr. Weißt du, es ist so... Da besiege ich den Typ und dann killt mich der andere Typ. Ja, ich geh jetzt meine Seelen da unten holen. So, ich muss mal hier lesen. So, also. Ich muss auf die andere Seite und dann runter. Dann komme ich ja dann unten an. Aber das habe ich ja alles schon gemacht. So, also. Ne. Weiter geht's vor der Kapelle, wo ihr auf die Brückenseile zerschlagen müsst. Wie zum Bosskampf gegen eine. Okay. Nächste Seite. So, ich muss mal hier lesen. So, okay, bla bla bla. Der Fahrt mit Krabben ist Sackgasse. Hinter den Krabben gabelt sich der Weg. Rechts geht es in einen kleinen Gang nach oben. Baumdämonen, ja, bla bla bla. Alle, die den Tod hätten, bla bla bla. Na. Weiter mit der Leiter nach unten. Hä, was? Ich bin im letzten Leuchtfeuer zurückzutrotten. Kolosseum. Was? Was für ein Kolosseum, Alter? Hinter den Krabben gabelt sich der Weg. Rechts geht es einen kleinen Hang. Da waren wir ja vorhin. Einen kleinen Hang nach oben, wo ein Baumdämon. Na. Okay. Der linke Welt von der Fläche vorbei, Baumgegnern Blitzgefrieren. Haben wir bekommen. Auch dieser Pfad endet in einer Sackgasse. Allerdings ist durch den Tod der letzten Baumfrau in einen Hügel eine Leiter erschienen. Der nach oben folgt, gelangt zum Vorsprung mit den beiden Fliegendämonen. Von dort könnt ihr euch ehemals unerreichbare Items schnappen. Einmal Titanscholl. Das habe ich ja auch. Nun wieder die Leiter nach unten. Was? Warum soll ich wieder nach unten?
Ist das nicht die Leiter? So, hier kam ich doch irgendwie an. Die Leiter nach unten? So, hier sind die Fliegentypen und da habe ich dann das Item bekommen. Toll. Hier habe ich das Item bekommen. Leiter nach unten. Hier gibt es doch gar keine Leiter nach unten. Hier steht, auch dieser Pfad endet in der Watte. Ihr gelangt zum Vorsprung mit den beiden Fliegendämonen von vorhin und könnt euch ebenfalls eine unerreichbare Item schnappen. Nun wieder die Leiter nach unten. Euch bleibt nichts weiter übrig, als zum letzten Leuchtfeuer zurückzutrotten und die Gegenrichtung zu laufen. Hier reicht ja eine Fläche, auf der ein Kolosseum errichtet ist. Leiter nach unten, aber Kolosseum errichtet ist. Aber nicht hier, nee, hier war ich ja schon. Kann man hier hoch? Frage ich mich gerade. Ja, kann man, aber es nützt einem nichts. So, hier kam ich ja runter von dem Wolf. Ich glaube nicht, dass hier noch ein Bossgegner ist. Hier sind die Kackbäume. Fliegendämonen? Baumdämonen? Kotzende Scheißdämonen? Oh, was ist das hier? Ah ja, das ist dieser Vorsprung. Alter. Oh, jetzt habe ich die schlafenden Hunde geweckt. Okay. Da hinten ist einer. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch irgendwas sein soll. Vor allem Kolosseum. Alter, wie schnell ist. So, da waren wir ja auch schon. 1, 2, 3, noch 100 Wölfe mehr. Block. Ja, Sakrafix, was ist denn los mit euch? Da ist der fette Dog. Alter, ich will den gar nicht besiegen. Ja, das schaffe ich auch nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Aber ich verstehe das mit der Dings hier nicht. Lass mich mal gucken. So, lass mal gucken. Also hier steht, blickt ihr nach oben und seht noch ein Itemwaffe. So versucht ihr dies zu bekommen, indem ihr erneut absteigt.
Statt hinab zum ersten Ritter zu springen, lauft ihr geradeaus durch das oberste Wurzelwerk auf die Ebene mit dem Mühlenfrostritter samt Großbogen. Von hier aus seht ihr hinab mit einem alternativen Wurzelwege. Am Boden des Abstiegs geht es dann zum recht befindlichen Bäumen, die einen Zauber beschützen. Okay, da war ich ja schon. Ansonsten nutzt ihr das Leuchtfeuer, um nochmals eure Estus-Flakhaus aufzufüllen. Denn auf dem großen Platz mit dem turmartigen Gebäude wartet der optionale Boss dieses DLCs. Der optionale Boss. Springt hinab und lauft nach vorne in Richtung Turm. Keine Ahnung, Alter. Ich kletter jetzt einfach mal da hinten das Ding darunter und dann könnt ihr mich am Arsch lecken. So. Wo sind denn meine Estus-Flakons? Da. Weil da unten war ja... Warte mal, da war doch schon ein Leuchtfeuer. Da war ja schon ein Leuchtfeuer. Kann mir eigentlich mal eine Glut wieder reinknallen. Vielleicht kann ich den Boss jetzt einfach nicht machen. Vielleicht habe ich den übersehen und kann den nicht mehr machen. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ich jetzt hier reise. Tiefen des Gemäldes. Gebäude in der Mitte. So, aber hier ist ja kein Gebäude oder sowas. Und da ist nur eine Wurzel. Oder was ist denn hier noch? Hier ist nur diese Kackwurzel? Oh lol, guck mal hier. Okay, dann hol ich mir noch kurz ein bisschen Hilfe. Alter, das habe ich ja voll übersehen. Und da oben steht der Dude. Ja, der schießt jetzt mit Pfeil und Bogen hier runter. Alter, da hinten ist noch was. Da war ich ja noch nie. Ihr habt bestimmt jetzt in die Kommentare geschrieben. Also ihr müsst wissen, ich habe das jetzt innerhalb von 2-3 Tagen durchgespielt. Und ihr habt bestimmt in die Kommentare geschrieben, oh, du bist da vorbeigelaufen. Aber da weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich zu diesem einen Ding da noch hinkomme. Lass mal gucken. So, nee, ab ins Dorf. Kann ich den Dude noch mitnehmen? Da kam irgendwas. Rufsymbol berühren. Wahrscheinlich kann der nicht mitgenommen werden. Oh, der hat diese fette Riesenaxt, die ich auch hab. Die ist cool. Kann nicht beschworen werden. Schade. Geht gleich weiter, Leute. Es lohnt sich bestimmt. Da ist noch ein Boss. So, aber hier steht nichts von diesem Leuchtfeuer. Kann ich... Wo ist denn der Typ? Kommt er jetzt, oder... So, warte. Oh, geht schon wieder nicht wahrscheinlich. Vielleicht hat er nicht angenommen oder so. Soll mir doch nur helfen bei dem Boss, sonst probiere ich den Boss mal alleine. Ist jetzt ein bisschen langweilig für euch. Famine. Und Turm wird beschworen. Ah, es geht doch. Guck mal. Okay, hier sind ein bisschen mehr Bilder dabei.
Was? Ich dachte, es wird einer beschworen hier. Wieder nix. Nehmen wir mal den hier mit. Also ich kann nichts lesen, wie ich das da einsammeln kann, dieses eine Ding. Leider, leider. Amine. Klappt anscheinend bei allen nicht. Phantom wird beschworen. Phantom wird beschworen. Da, da kommt einer. Okay. Dann lassen wir das eine Item aus. Ist mir jetzt auch egal. Denn wir haben in der Folge jetzt genug Zeit vertrödelt. Und das Ding ist, jetzt machen wir noch den optionalen Boss, den wir krass vergessen haben. Der hier wohl irgendwo ist. Sieht schon sehr nach einem Bossfight aus. Es scheint wohl ein Riesentyp zu sein. Wohl, weiß ich nicht. Da sitzt ein Hund. Ein Hund? Da steht jemand auf. Phantom kann nicht beschworen werden. Was ist das für ein Hund, Alter? Meister Grabhüter. Lol, noch ein Hund. Lol, noch ein Hund. Eieieiei. Oh, 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 oh. Okay, der Wolf ist down. Oh, der hält noch was aus, der Wolf. Meister Grabhüter. Gucken, was der so drauf hat. Okay, man kann seine Angriffe blocken. Heißer Grabhüter. Yo! Einfach so von vorne sticht er mir die Fresse ab. Was geht denn mit ihm? Ich heile mich, glaube ich, ganz voll, weil wenn er das nochmal macht, bin ich ja fast tot. Okay, ich schlage ihn nur ein paar Mal und gehe dann zurück. Aber die Maske kenne ich, das ist die Finstermaske. Die gibt's schon vorher in dem Spiel. Ich höre einen Wolf. Grabhüter Großwolf. LOL, das ist der Wolf! Den wollten wir doch killen! Alter, er hat mich. Ich will nicht, dass er mich wieder staggert. Dann habe ich ein Problem. Oh, was ein Vieh. Das ist der Wolf! Okay, ich mach mal nur eine kleine Combo. Von hinten rennt er mich um. Okay, heilen. Also der Wolf geht ja hart ab. Ich kann ihn gar nicht erreichen. Okay, jetzt. Ich kann ganz. Boah, ist der schnell! Ich bin am Trinken und er rennt mich einmal nach dem anderen um. Das kann ich nicht blocken, die Scheiße. Heilen! Heilen! Er geht ja richtig ab! Zweimal. Ich kann nichts machen, ey. Lol. Ich will mich kurz heilen nochmal. Nee, ich hab einen Frost. Ich würde mir ja gerne ein bisschen Feuer auf die Waffe machen. Weil wenn es ein Frostwolf ist, er macht ja Eisattacken, ne?
Das kann man nicht blocken, die Scheiße. Jetzt habe ich es geblockt. Ist der Typ tot? Nee. Haben wir ihn? Oh, bitte lass ihn. Oh, Heldenknochen. Nobelherz. Danke, Dude. Für deine Hilfe. Hier ist ein Grab. Hurra für Ritter. Nur wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich guck mal, was ich da jetzt für Items bekommen habe. Im Feuerbrandschein verbrennen, um untoten Matches freizuschalten. Aha. Komm. Dann machen wir. Oh, da ist ein Bonfire. Dann machen wir diese Folge mal kurz ein bisschen länger. Ich überziehe einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust, das hier jetzt noch irgendwie. Nochmal dann neu zu schneiden und all so ein Zeug. Wir reisen in den Feuerbrandschrein und dann können wir untoten Matches. Was ist das denn? Aber krass. Wenn man nicht weiß, dass da hinten ein Boss ist, warum sollte man dann da lang gehen, weißt du? Das war genau die Stelle, das war ja einfach hinter dieser Eiswand. Das war genau die Stelle, wo wir zu dritt unterwegs waren. Und dann bin ich direkt dahin gelaufen. Heldenknochen verbrennen. Untoten-Match. Matchformat, Duell, 2-Spielerkampf, 4-Spielerkampf, 6-Spielerkampf, Kampfgruppe. 2 gegen 2, 3 gegen 3. Coop-Match, Gruppe, Duell. Meisten Kills. 2 gegen 2, 3 gegen 3. Arena. Ofen der Flamme. Viele suchen nach Passwort. Oma Hilde, Duell, Ehre. Match betreten. Lol, haben die jetzt... Bitte warte, bis alle Kämpfer beigetreten sind. Spieler gesamt 6, ausstehen 5. Untoten-Match. Ausstehen 2. Okay, jetzt haben die quasi so einen Arena-Modus dazu gepatcht. Ach, wegen einem Match nicht möglich, okay. Alle Kämpfer anwesend, weiter zur Arena. Gut, wie gesagt, ich bin ja nicht so der PvP-Mensch, deswegen, aber ich finde, es ist eine coole Sache, dass man da so PvP dazu macht. Und ich habe sogar ein Krönchen auf. Match beginnt. Also, wenn man dann... Das kann ja ganz cool werden. Wie gesagt, ich bin nicht so der PvP-Mensch. Oh lol, gehört er zu mir? Irgendeiner ist gefallen. Ben ist ein Roter. Achso. Oh, die haben die anderen Kronen. Man hat nur einen Estus-Flakon. Den trinkt er natürlich jetzt. Okay. Du bist gefallen. Lass dich wiederbeleben und kämpfe weiter. Ja, okay. Ja, finde ich jetzt so cool nicht, den Modus. Ich habe es irgendwie lustiger vorgestellt. Aber für Leute, die das Spiel halt intensiv spielen möchten, ist es halt auch was ganz Geiles so. Alter. Okay, ich hab einen. Ich find's auch sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Achso, der gehört zu mir. Ich bin jetzt mit der blauen. Ich muss jetzt die blauen Kronen töten, oder was? Am besten ist, wenn man dann immer. Kann man bestimmt ESL zocken, Alter. Oder die ohne Krone muss ich killen. Oh, fuck. Oh, sorry. Jetzt haben wir Kronen auf.
Oder ist jetzt hier jeder gegen jeden oder was? Nämlich 3 gegen 3. Aber die rennen ja alle nur mir hinterher. Die einfach an mir vorbeiläuft. Was ein Sack. Ich verstehe das hier nicht. Das ist doch 3 gegen 3, aber hier kämpft jeder gegen jeder. Jeden. Und dann gibt es hier so Kronen und dann gibt es wieder keine Kronen. Da gibt es rote Kronen und dann gibt es blaue Kronen. Ich verstehe dieses System hier nicht. So, der gehört jetzt zu mir, oder was? Den kann ich killen. So, warum muss ich den da killen? Die anderen nicht. Wir müssen alle den da killen. Siegesserie 5. So, den haben wir. Jetzt blaue Kronen. Ich hab irgendeinen gekillt. Jetzt muss ich den da killen. So coole Moves man hier machen kann. Kill mal den da. Komm, ich block dem alles weg. Alter. Wie er mich hittet. Ah, jetzt hat er mich. Wann ist das hier zu Ende? Du bist gefallen. Wann weiß man denn, wann man gewonnen hat und was kriegt man als Belohnung? Würde ich gerne mal wissen. Kämpfer Helk ist gefallen. Yo, schon wieder tot. Kämpfer Bucket ist gefallen. Also ich verstehe das System jetzt hier nicht ganz. Alter. Wie sie mich halt nuken, ne? Da oben steht auch nur Siegesserie 7, aber von wem und... Wann hört's auf? Bei 10 oder was? Ja, fickt euch. Match beendet. Ah. Niederlage, das ist mir schon klar. Bester Kämpfer, Frantic. Im toten Match verloren, du kehrst in deine Welt zurück. Naja, gut, komm. Soll's das gewesen sein? Cooler Modus, so für zwischendurch, aber keine Ahnung, ich find's ein bisschen unübersichtlich und Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen, Palmarillos. Das war's jetzt aber dann wirklich mit dem Let's Play. Wir können hier noch ein bisschen was shoppen, während ich rede. Das nächste DLC werden wir dann auch wieder spielen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben oder ihr wisst, wie ich da oben an dieses Dingsbums da dran komme, das auf diesem Felsvorsprung, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ansonsten war wieder ein cooles Let's Play. Hat Spaß gemacht. Und bis dann entweder zum nächsten DLC oder in einem anderen Video von mir. Bis dahin, stay pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.